Moin, hier ist der Schattennaseweiß mit Smurfen und das ist holländisch für Schlümpfe. Und im Hintergrund hört er auch die typische Musik von den Schlümpfen, kennt ja jeder. Von dem weißen Schlumpf kam das ja, der früher mal der schwarze Schlumpf war. Ja, ich bin da richtig gut drin. Und die Musik ist tatsächlich noch das Beste vom ganzen Spiel. Ja. Und ich glaube, das ist ein bisschen angelehnt an das Schlumpfspiel von ColecoVision. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für die Atari gab. Und hey, ich habe den ersten Level tatsächlich mal geschafft. Ich frage, ob das gut oder schade ist. Oh, komm. Da war ich aber dran vorbei. Ah, ich kann mich auch ducken. Die Grafik ist gar nicht mal so schlimm. Schlimm ist eigentlich nur, dass das Spiel ziemlich scheiße und langweilig ist. Ich bin auch ziemlich scheiße in dem Spiel. Und das wird auch wieder ein kurzes Video, habe ich im Gefühl. Ja, das wird ein sehr kurzes Video. Und ich spiele das jetzt noch ein letztes Mal. Aber auch wieder eins von den Spielen, die man nicht wirklich gesehen haben muss auf dem C64er. Eigentlich schade, dass es gar kein richtiges Schlumpfspiel auf dem C64er gab. Ach ja. Von der Spielbarkeit her ist halt ein bisschen so wie das eine Snoopy-Spiel. Also das, was alle kennen, nicht das, was ich entweder kurz vor dem hier oder kurz nach dem Video hier hochgeladen habe. Das ist ja nicht immer so leicht zu timen und im Gedächtnis zu behalten, welche Reihenfolge ich die aufgenommen habe. Ja, das war Smurfen. Ich glaube, ich spiele das jetzt nicht nochmal. Das ist nämlich auch wieder richtig scheiße. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und danke fürs Zugucken.